Nein, Sis, das darfst du nicht. Aber der Kleine ist süß. Vergiss den Vampirhund. Komm schon, der Hund ist unschuldig. Wer ist denn braver Junge? Er hat mich gebissen. Oh nein, was ist passiert? Mein Hund. Ihr habt mich nicht gesehen. Hast du das gesehen? Sie war ein Vampir. Das ist verrückt. Ein Vampir hat sie gebissen. Ich werde sie nicht aus den Augen lassen. Ich schließe den Spind ab. Wasser, wir haben dich gewarnt. Sis, bin ich in Ordnung? Ja, ich sehe keine Veränderungen. Ich muss auf Nummer sicher gehen. Wo ist mein Spiegelbild? Und wenn ich ein Smartphone benutze? Oh nein, Sis, ich habe mich in dich verwandelt. Du benutzt die falsche Kamera. Schau dir das Spiegelbild in einem Silberlöffel an. Du hast recht, ich bin immer noch dieselbe. Oh nein, du bist ganz blass. Ich habe eine Idee. Feuer! Wir brauchen ein Portal zu einem Make-up-Laden. Das Portal ist offen. Ich schnapp mir Gesichtspuder, Lidschatten und schon bin ich bereit. Brauchst du eine Tüte? Ja, danke. Nimm auch noch Highlighter und Rouge mit. Danke, dass du bei mir eingekauft hast. Erledigt. Und wer bezahlt? Ups, Erde. Ja, klar. Hier, hier ist es. Setz dich hin. Wir machen dein Make-up. Ich mache es schön knallig. Hier noch etwas Rouge. Und fertig. Und wie sehe ich aus? Schön? Ja. Oh nein, es ist schlimmer, als ich dachte. Der Puls ist weg. Das ist schlecht. Da ist jemand. Wie man Vampire fängt, 101. Ein Knoblauchleuchter. Ein Holzflock. Wo ist Wasser? Ich kann mich hier nicht verstecken. Auch nicht hier. Nee, Schwestern, versteckt mich. Ich habe eine Idee. Mädels, hi. Was macht ihr denn da? Wir machen eine Wellness-Party. Oh, wie süß. Na gut, dann lasse ich euch mal allein. Oh nein, wir kommen zu spät zum Test. Feuer, du musst uns retten. Na schön. Kommt mit. Wir haben es geschafft. Yeah. Was? Hi. Ups, die Reißzähne sind aufgetaucht. Ich hoffe, es hat niemand gesehen. Du bist ein Vampir, stimmt's? Nee, aber keine Jokes mehr. Hier, nimm das. Oh, ich wusste es. Tu das nicht. Stiehl einfach sein Tagebuch. Ich hab's. Hier. Colin mag ein Vampir? Wie heftig. Gib es zurück. Das gehört mir. Du kannst es haben. Bye. Was zum... Colin, hör auf mit dem Chaos. Tut mir leid. Geh zum Unterricht. Das Thema der heutigen Stunde ist die Identifizierung von Vampiren. Oh je, das ist aufregend. Wir fangen mit den Haaren an. So sehen sie aus. Das ist ihr Stil. Das darf nicht wahr sein. Sie verstecken sich am liebsten unter dem Schreibtisch. Das klingt nach mir. Du bist ein Vampir. Ich muss meine Schwester retten. Was? Portal. Wow. Professor, lass mich runter. Was glotzt du denn so? Entschuldigung. Ich habe eine Idee. Sie ist auf jeden Fall ein Vampir. Ich werde den Fall lösen. Du kommst hier hin. Wo ist mein Koffer? Zeit, das Schloss auszutauschen. Ein Vampir fängt man nicht mit einer Mausefalle. Vielleicht beim nächsten Mal. Nunchucks. Nee, zu früh. Eine Verkleidung. Klar doch. Was machen wir jetzt? Mann, kommt. Versteckt mich. Ich habe da eine Idee. Ivy wird dir helfen. Ups. Hey, Kinder. Wo ist eure Schwester? Beim Mittagessen. In der Dusche. Sie war unter der Dusche. Und jetzt ist sie etwas. Oh, schön. Hab euch lieb. Viel Spaß. Puh. Mädels, ich schulde euch was. Wow. Ich wurde zu einem Date eingeladen. Geh nicht hin. Er ist unberechenbar. Nein. Ich kann spüren, dass er mein Schicksal ist. Das ist Liebe. Sis, hör auf.
Du darfst nicht hingehen. Wir werden dich nicht gehen lassen. Nein, nein. Ihr könnt mich nicht aufhalten. Sie ist weggelaufen. Schnapp sie dir. Ich habe einen Plan. Ein Makeover. Du Spielverderber. Das sagt die Richtige. Du bist herzlos. Und du bist egoistisch. Ich habe genug. Warte. Setz dich hin. Es ist so schön. Du bist schön. Falscher Tisch. Sie sind schon da. Schöner Bart. Oh, sie halten Händchen. Ivy, lass mich nicht im Stich. Ich werde ihm den Bart ausreißen. Dein Bart. Hm, was soll's? Es funktioniert nicht. Ist doch egal. Ich habe eine bessere Idee. Es wird gleich heiß. Ups. Du bist es. Du bist so hinterhältig. Ich muss los. Ein Glück seid ihr gekommen. Wir gehen nach Hause. Hi, Mom. Hey, Mädels. Ich brauche eure Hilfe. Bye, bye. Wartet. Ich schaffe es nicht ohne euch. Der Knoblauchkuchen ist keine leichte Aufgabe. Ich habe kein Messer. Du Faulpelz. Hier ist doch ein Messer. Reines Silber? Oh nein. Sie sind nie da, wenn man sie am meisten braucht. Was machen wir jetzt? Wasser wird bestimmt Verdacht schöpfen. Ich musste Knoblauch anfassen und ein silbernes Messer halten. Eine Einladung zu einer geheimen Vampirparty? Was? Oh nein. Oh ja, da gehst du nicht hin. Ich fliege. Die Fledermaus ist zu schnell. Als erstes brauchen wir ein Portal zu einem Karnevalsladen. Hier sind die Vampirumhänge. Was ist mit den Reißzähnen? Hab sie. Wir gehen zu der Party. Sind das echte Vampire? Das werde ich nicht trinken. Hey, Schwestern. Er hat die Party geplant. Und das sind meine Schwestern. Schön, euch kennenzulernen. Wollt ihr ein Fotoshooting machen? Seht ihr in die Kamera. Die Bilder glühen ja richtig. Danke. Lächeln. Wow, die Farbe ist so cool. Du bist dran. Super. Bleib genauso stehen. Habt ihr schon etwas getrunken? Du kommst mit mir mit. Willkommen. Was willst du? Beiß mich und verwandle mich in ein Vampir. Nein, was ist schon dabei? Mach schon. Okay, ich mach's. Was? Ein Hund? Sis, das musst du dir ansehen. Erde dorthin. Ich habe alles geplant. Hey, wo wollt ihr denn hin? Oh Mann, niemand interessiert sich für meinen Plan. Lasst uns sauber machen. Dieses Bett muss verschoben werden. Warte, ich schaff's nicht. Okay, Efeu, los. Genial. Ich fange an, den Boden zu wischen. Ich verschiebe das Regal mit einem starken Wind. Oder auch nicht. Nach meinem Plan sollte das... Vergiss den Plan. Improvisier einfach. Das Bett kommt hier hin. Aber wir müssen es zusammenbauen. Ich mach das schon. Oh oh. Feuer, beeil dich. Bin schon unterwegs. Oh nein, das wird nicht passen. Doch. Was hast du vor? Ich werde die Teile anschweißen. Eine Sekunde. Mit deiner Wunderkerze klappt's bestimmt. Ich hab's fast geschafft. Puh. Ja! Es ist stabil. Sehr gut. Puh, ist das heiß. Warte, ich puste. Danke.
Ich habe Holzbalken gefunden. Und was jetzt? Wir pflanzen sie in Töpfe. Geben Erde dazu. Und lassen ein Holzbett wachsen. Und los! Es hat geklappt. Das war ein Pfirsichbaum. Ich werde die Holzbalken anstreichen. Ich will, dass mein Bett die Farbe eines Sees hat. Schöne Farbe. Ich habe den perfekten Grünton gefunden. Wir haben es geschafft. Es fehlt noch was. Ein Vorhang. Die Luftmagie wird mir bei der Beleuchtung helfen. Hallo Wolken. Ich brauche noch einen Mond und Sterne. Ich bin dran. Stimmt. Ein himmelblauer Vorhang. Mit einem Regenbogen. Perfekt. Wow, was soll ich tun? Ich weiß, ich werde Gras pflanzen. Und mein Bett damit verzieren. Perfekt. Ich brauche mehr Licht. Und das pflanze ich hier ein. Wachse weiter. Geschafft. Die Pflanze kommt in die Mitte. Oh Mann, niemand mag meinen Bauplan. Und mein Bett ist immer noch nicht fertig. Ich bin sauer. Wow, cool. Versteckt euch. Sorry, aber wenigstens ist mein Bett fertig. Ich brauche mehr Feuer. Auch wenn es nur Schaumgummi ist. Ich werde Flammen ausschneiden. Und einen Rahmen für einen Spiegel machen. Wahnsinn! Ich hänge ihn genau hier an. Das hätte ich fast vergessen. Eine feurige Lichterkette. Wunderschön! Ich will auch mein Zimmer schmücken. Ich schaue in meiner Handtasche nach. Fimo und Federn. Perfekt. Ich werde einen Vogel aus Fimo machen. Und Federn brauche ich für die Flügel. Und den Schwanz. Der Wind ist immer bei mir. Dieser Stumpf ist so schwer. Puh. Batz nur ab. Geschafft! Das ist die perfekte Holzuhr. Du bleibst hier. Ich habe Hunger, aber es ist noch nicht Mittagszeit. Ich kümmere mich darum. Essenszeit. Lecker, lecker. Alle sind beschäftigt. Ich kann nicht mal runterkommen. Brauchst du Hilfe? Ah, warte. Mit dieser Rutsche kommst du runter. Wir müssen nur dafür sorgen, dass sie sicher ist. Danke, Sis. Juhu! Diese Rutsche ist toll. Luft, kannst du das Becken für mich aufblasen? Klar doch, aber du musst mir helfen. Ich mache es schon. Es klappt. Wow, sehr gute Arbeit. Danke. Gern geschehen. Oh. Der Pool ist hier. Aber wie komme ich da rein? Oh. Luft, hilf mir noch mal. Gibst du mir etwas Wind? What? Okay, flieg. Ja. Ich werde eine Quallengelande über meinen Pool hängen. Ich habe eine andere Idee. Ich messe die Länge.
Breite und Höhe. Und ich habe ein Seil und ein Brett gefunden. Ich verbinde sie. Luft, hilf mir mal. Und auf der anderen Seite. Jetzt haben wir eine Schaukel. Das ist genial. Perfekt. Ich mache ein Zeichen für mein Element. Und verziehe den Baum. Ich gebe mein eigenes Symbol dazu. Geniale Idee. Hier ist meins. Und hier ist meins. Jetzt sind wir alle zusammen. Dieser Apfel ist so saftig. Wir haben auch Hunger. Ihr wollt den Apfel? Wartet. Ich vergrabe den Rest und setze meine Zauberkräfte ein. Das ist so cool. Wow. Jetzt kann ich die Äpfel ernten. Hier. Lecker. Und wenn ich ein Smartphone pflanze, daraus wird ein Smartphone-Baum. Ich frage mich, wie lange es dauert, bis er wächst. Das dauert zu lange. Es bringt nichts. Ich gebe auf. Feuer, hast du gerade ernsthaft versucht, einen Smartphone-Baum wachsen zu lassen? Du bist verrückt. Wenigstens habe ich es versucht. Lasst uns einen Film gucken. Wir brauchen Popcorn. Gib das Feuer. Danke. Was macht sie da? Was? Bereite das Popcorn zu. Warum habt ihr das nicht gleich gesagt? Rein damit. Wow, es regnet Popcorn. Guten Appetit. Dieser Film ist jetzt noch viel besser. Ist jemand zu Hause? Hi, wie geht's eurem... Was willst du? Darf ich mir euer Zimmer ansehen? Oh, klar. Wow, das ist unglaublich. So etwas habe ich noch nie gesehen. Ich kaufe es für 10 Dollar. Ja. Nein. Und was sagt ihr jetzt? Okay, nein. Ich zahle alles. Nein, dieses Zimmer ist unbezahlbar. Und es ist nicht zu verkaufen. Vielleicht sollten wir es verkaufen. Denkt nicht mal dran. Nein. Unser Zimmer ist das Beste der Welt. Es ist Badezeit. Nicht so schnell. Ich werde zuerst gehen. Wasser? Sorry, aber ich werde die Erste sein. Ich war schon vor dir hier. Ich bin diejenige, die jetzt ins Bad geht. Das werden wir ja sehen. Ups, wo sind wir? Ich wollte doch nur baden. Ah, was ist passiert? Ist das ein Vulkan? Sehr gut, Feuer. Das ist mein vulkanisches Lavabad. Hände weg. Ihr verbrennt euch noch. Ich muss mir auch etwas Besonderes für mich einfallen lassen. Stimmt. Eine Wolkenbadewanne. Klingt cool. Luft, dein Bad ist unglaublich. Wir brauchen auch unsere eigenen Elementbäder. Diese Steine werden meine Badewanne verzieren. Warum sind sie so schwer? Und wenn ich Feuerzauber benutze? 1, 2, 3. Je mehr Steine, desto besser. Und kleine Flammen.
Ich kann sogar in einem Steinherz eine Flamme machen. Jetzt kann ich ein Bad nehmen. Hier ist noch eine Flamme. An die Arbeit. Oh ja, sehr schön. Das Handtuch kann hier hin. Wow, das ist ja noch besser. Ein Selfie zur Erinnerung. Wow. Mein Bad wird hier sein. Elementarkraft, hilf mir. Wow, so schön. Ich muss ein Loch machen. Du solltest dir vielleicht eine Axt besorgen. Wow, es hat geklappt. Gib mir 5. Jetzt bin ich dran. Mach dir Erde. Hilf mir. Es hat nicht geklappt. Und nochmal. Nee. Ha, Erde ist witzig. Oh, die Arme. Sie gibt ihr Bestes. Es ist schön hier. Ich mag mein Bad. Ich brauche einen Rasen. Wow. Na gut. Ich werde alles mit Gras bedecken. Fertig. Als nächstes grab ich selbst eine Badewanne aus. Was hat sie vor? Ich pflanze einen Samen. Wasser, kannst du mir helfen? Na schön. Danke. Oh ja, geschafft. Mein Bad ist fertig. Wow. So süß. Meine Lieblingsblumen. Ich werde euch in duftende Seife verwandeln. Hm, das riecht göttlich. Was? Das ist eine Menge Schaum. Ich brauche auch so eine Seife. Ich nehme diesen Strauß. Ich will ihn auch. Schöne Blumen. Gib her. Danke. Okay, ich werde es versuchen. Oh, es ist nichts mehr da. Ich werde es schaffen. Was? Ein Stück Plastik? Amateure. So machen es die Profis. Ups. Was war das? Luft. Ganz ruhig. Die Vase ist leer. Wo sind meine Blumen? Keine Ahnung. Ihr Lieben, wer hat meine Blumen weggenommen? Kommentiert unten. Piu, piu, piu. Volltreffer. Diese schönen Lilien sind in meiner Badewanne gewachsen. Lass sie uns erschrecken. Wow, wie hast du das gemacht? Hände weg, sie sind zerbrechlich. Endlich kann ich baden. Weike, kannst du mir bitte helfen? Danke. Autsch. Oh, pass auf. Luft, hey. Du hast dein Shampoo vergessen. Hm? Stimmt. Okay. Danke. Was? Der Regen ist weg. Und die Regenwolke ist jetzt hell. Oh Mist. Es hat nicht geklappt. Fisch, schwimm her. Ja, er hat mich gehört. Hey, lass uns spielen. Ich will auch einen Fisch als Haustier haben. Ich werde fischen gehen. Komm zu mir, Fischi. Luft kann nicht angeln. Was? Ein alter Schuh? Du nimmst mir nicht den Fisch weg. Das ist nicht lustig. Was macht Erde da? Wenn du mit deinem Bad fertig bist, musst du dich trocknen. Und was macht Luft? Dieses Handtuch ist super weich. Ich habe auch ein Handtuch. Ich hatte eins. Wie soll ich denn jetzt trocken werden? Ich weiß. Ich habe einen Föhn. Wow. Jetzt ist er noch niedlicher. So süß. Überall sind Blumen. Ich werde jede Wand mit Blumen verzieren. Das Bad ist total süß. Jetzt bin ich dran. Ich fange mit meinen Wimpern an. Nein, so geht das nicht. Ich brauche einen Spiegel. Ja, jetzt kann ich mich schminken.
Mach Platz. Ich muss mich auch schminken. Dieser Spiegel gehört mir. Lass mich in Ruhe. Ich bin dran. Was war das? Du siehst verrückt aus. Ihr Lieben, wer von uns hat das schönere Make-up? Kommentiert unten. Das Handtuch ist total nass. Wow. Was macht Luft da? Kannst du mir auch helfen, mein Handtuch zu trocknen? Klar, kein Problem. Oh, danke. Du bist so nett. Das Problem ist, dass wir die Handtücher nirgendwo aufhängen können. Ich habe eine Idee. Ein Aufhänger für alle Elemente. Da ist auch noch Platz für einen Feuerföhn. Eine eigene Badewanne zu haben, ist unglaublich. Du hast recht. Seid ihr noch da? Macht das Bad frei. Andere wollen auch baden. Ups. Gut, wir gehen. Ich habe eine Karte gefunden. Kommt mit.